Hallöchen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch zum ersten Mal. Du bist hier gelandet in meiner Adventskranz-Reihe. Es sind, wie du vielleicht vermutest, 4 Videos, weil es 4 Kerzen gibt. An jedem Adventssonntag beleuchte ich die Symbolik einer Kerze, nämlich der ersten, zweiten, dritten oder vierten. Wenn du das erste Video noch nicht geschaut hast, wo ich auch so ein bisschen allgemeiner über den Adventskranz gesprochen habe, dann schau dir das bitte an. Ich verlinke dir das hier oben mal in der Infobox, in der Infokarte. Und ja, schau dir das vielleicht vorher an, damit du auch verstehst, worum es hier in dem zweiten Video geht. Ich habe einfach gemerkt, ich habe so ein Buch durchgearbeitet, der Jahreskreis, das verlinke ich dir auch mal unten in der Infobox. Und da fand ich es wirklich bezaubernd, dieses Ritual des Adventskranzes zu lesen, weil ich vorher gar nicht wusste, dass dieser Adventskranz so symbolträchtig ist. Ja. Und jede Kerze hat ihre eigene Bedeutung. Im Januar, nicht im Januar, sondern die erste Kerze stand ja für den Winter, für das Materielle, für die Mutter Erde. Und die zweite Kerze steht für den Frühling, für das Element Luft, und die Luft steht für den Verstand, für die Vernunft, ja, für das Geistige. Und natürlich richten sich die Fragen auch darauf. Wir haben auch die Zahl 2, diese Zwiespalt, diese Gegensätzlichkeit, die sich in der 2 dahinter verbirgt, ja, diese Zweiheit. Die Fragen, die ich dir mitgeben möchte, für die zweite Kerze heute, wo es um den Verstand geht, da geht es darum, wie zufrieden bist du mit deiner Situation? Dominiert dich dein Verstand sehr oder möchtest du ihn mehr einsetzen, weil du leichtfertig handelst? Ja. Bildest du dich genug weiter, sodass du Entwicklung hast, und liest du spannende Bücher? Du kannst gerne mal ein paar Tipps geben von guten Büchern, die du in letzter Zeit gelesen hast, die dich genährt haben. Ja, schreib das gerne mal in die Kommentare. Ich bin immer dankbar für neue Inspirationen guter Bücher. Genau, und da sind wir auch bei einem anderen Thema. Inspiration, Kreativität. Ja, das steht alles in diesem Kontext der zweiten Kerze. Also, bist du zufrieden oder möchtest du mehr Inspiration in dein Leben einladen? Möchtest du kreativer sein, dich irgendwie kreativer ausdrücken? Ja, was gibt's da in dir? Gibt's da irgendwas, was schlummert, was gerne raus möchte? Ein neues Hobby, das du vielleicht beginnen möchtest? Oder machst du dir zu viele Gedanken um die Zukunft und die Vergangenheit? Was kannst du da tun, um dich mehr in den Moment zu bringen? Möchtest du vielleicht eine Meditationstechnik lernen und ja, praktizieren, sodass du wirklich aus dem Bauch heraus handelst oder im Herzen zu Hause bist und das dein Ratgeber ist? Ja, der Verstand ist auch super wichtig, und es ist in bestimmten Momenten total gut, ihn zu haben, aber oft hat er doch ganz schön viel zu sagen und ist sehr dominant in Momenten, wo wir es gar nicht gebrauchen können. Besonders der innere Kritiker, ja, der auf jeden Fall mich immer wieder auch auf Trab hält. Ja, und vielleicht hast du auch solche Stimmen, ja, geistigen Ergüsse, wollte ich gerade sagen, die dich behindern in deinem Wachstum, in deinem Leben, wo du merkst, ich möchte wohlwollender mit mir sein. Ja. Und auch heute lade ich dich ein, diese Fragen auf einem Stück Papier festzuhalten, die Antworten. Und das Ritual besteht darin, dass du die Zettel sammelst bei jeder Kerze und dann am 31. September, beim 31. Dezember dann verbrennst in einer feuerfesten Schale. Ja? Und genau, schreib dir auf, wie zufrieden du da bist, ob du irgendwas verändern willst in dem Bereich Vernunft, Geist. Ja, was ist da, was spielt da für dich eine Rolle? Ja, ich danke dir fürs Zuschauen. Hier erscheinen jetzt gleich noch 2 Videos, da kannst du ja auch mal vorbeischauen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns spätestens beim dritten Advent-Video wiedersehen, bei der dritten Kerze. Dann verrate ich dir, wofür die steht. Und
Und ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit. Alles Liebe dir. Ciao.